Hallo und herzlich willkommen zur 89. Folge Minecraft Infinity Evolved Reloaded mit mir, eurem Illyria und Opa Zockt. Hallo. Während der eurer Abwesenheit habe ich nur hier Fluxkristalle wachsen lassen, weil die brauchen wir ja. Bitte? Er hat's verkackt. Das habe ich vergessen. Heute ist Nikolaus. Hey, ich wünsche euch allen fröhlichen Nikolaus. Er hat's verkackt. Ja, ich hab's verkackt. Gut. Ich hab jetzt nicht auf das Datum geachtet, aber das kann jedem mal passieren. So, ich habe auch offscreen nur eine Sache gemacht. Ich habe mal kurz meinen Redstone geerntet und hatte. Wieso fehlt hier ein Red Orchid? Und habe hier erweitert. Ja, so, ja. Wir haben schon ordentlich was. Ich habe jetzt ein Problem. Wieso? Nee. Sand. Wieso fehlt hier eine Red Orchid? Es gibt echt Mysterien. So. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit der Wachstumskammer, weil wir wollten ja die Kristallwachstumskammer haben, weil die ist so schon schnell, die ist einfach und sie braucht viel Material. Wir brauchen Glas und Netherquarzstaub. Gut, Netherquarzstaub bedeutet, wir brauchen Netherquarzstaub. Wir müssen es zerschreddeln. Wie war das nochmal? Ich brauche 6 Kammern. Das heißt, ich brauche 12 Quarzglas. 3 mal 4 sind 12. 5 mal 5 sind 15. Nee, Moment. Kann ich mal rechnen, wa? Erstmal 15 davon. Wir machen erstmal. Ah, ist schon wieder Nacht. Okay, das verbraucht. Stimmt, da kommt in einer gewissen Wahrscheinlichkeit mehr raus. Da war ja was. Jetzt brauche ich einfach nur Glas. Nein, das möchte ich nicht haben. Das ist mir zu wertvoll. Was geht hier gerade schief? Ist es doch. Natürlich, verklickt. Das liebe ich doch am meisten. Und wieder macht er den Quatsch. Ich will das Zertusquarz nicht nehmen. Das ist mir so wertvoll. Reicht. 12 wird nicht reichen, denke ich. Obwohl es könnte. Ach nee, da war noch was. Wie viele. Ach komm. Machen wir alle. Brauchen wir Eisen. Yay! Wir haben 6 Kristallwachstumsbeschleuniger. Und jetzt machen wir daraus den nächsten Schritt. Wir brauchen einen Trichter, wir brauchen noch ein Kabel. Haben wir auch nicht mehr. Ich habe tatsächlich alle Kabel vercraftet. Das ist teuer, das Zeug. Alter. Das Zeug ist so teuer. Brauchen wir nochmal sowas hier? Nein. Liebes Spiel, die möchte ich immer noch nicht haben. So. Jetzt brauchen wir noch Kiste. Kisten haben wir rumfliegen.
Irgendwo haben wir noch Kisten in den Kisten. Kisten in den Kisten. Wenn nicht, craften wir die. Die können wir dann später durch den Abriss dann weiter verkraften und so weiter und so fort. Komm. Ist doch Jacke wie Hose. Er hat wahrscheinlich eine Kiste gesehen, ist mir egal. Jetzt wollen wir noch einen Trichter. Und wir haben eine Kristallwachstumskammer, liebe Zuschauer. Das Problem ist schon mal behoben. Das Ding muss sowieso da weg, weil die Batterie oder die Energieversorgung wird sowieso umgezogen. Stimmt, weil sie kriegt ja darüber keinen Strom, ne? Da brauchen Energieakzepter. Gott sei Dank haben wir noch einen Fluxkristall. Immer Quarzglas, 4 Eisen. Wir haben kein Quarzglas. Mäh! Ich raste gleich aus hier. Bei dir flippt auch alles so gut wie bei mir? Mhm. Einmal so, einmal so. Quatsch, so machen wir doch kein Quarzglas, so mache ich Quarzfaser. Mobbt mich. Ja, komm. Quarzglas. Und wir haben einen Energieakzeptor. Und ich brauche Stromkabel. Weil das, was ich jetzt gerade verzapfe, das ist schon gar nicht mehr feierlich. Das ist schon eine Beleidigung fürs Auge. Das wird auch eine Beleidigung fürs Auge, aber ich muss leider erstmal Prioritäten setzen. Moment. So, wir haben den Kristallwachstumskammer und sie funktioniert. Jetzt können wir eigene Kristalle züchten. Wir weinen sie mal eben ein. Ich brauche sowieso Flux. Upp. Dann haben wir Fluxkristalle. Dann schreddeln. Das mit Sand vermischen. Warte mal, wo habe ich denn meinen Sand hingeschmissen? Ah, hier drin, ne? Ja. Und? Seht euch das an, liebe Zuschauer. Seht euch das an. Das geht doch schon mal wunderschön schnell.
Da kann man sogar zugucken, wie die Kristalle wachsen. Und wenn ich noch Beschleunigungskarten hier rechts in das Slot schmeiße, dann macht das auch richtig so. Ab nach oben nach 100% und fertig. Beschleunigungskarten machen wir auch noch, aber wir müssen uns erstmal darum kümmern, dass wir eine vernünftige Pressmaschine kriegen. Und fertig, die Kristalle. Ich hatte nämlich in der Aufnahmepause, die hatten, die Oma und ich hatten, habe ich nämlich die Kristalle, diese Keime, ins ganz normale Flussbecken reingeschmissen, wo ich die Pflanzen mit bewässere. Und ja, die Aufnahmepause hat schon ein Weilchen angedauert und das Endergebnis waren 2%. Und das ist natürlich gar nichts. Das ist eine Beleidigung. Jetzt erstmal die Druckmaschine. Gravurmaschine muss geupgradet werden. So, Konstruktionsprozessoren. Die haben wir, glaube ich, schon. Genau. Zwei Trichter. Boah, haben wir auch schon was durch. Zwei Trichter. Da und da. Die Eisen. Hatten wir auch. Dann die hier. Und jetzt das gute Stück. Und wir haben eine erweiterte Gravurmaschine. Wir uns erstmal ganz einfach. Wie gesagt, wir müssen das noch vernünftig machen. Das sieht doch schon mal nach was aus. Ich hasse zwar eigentlich Provisorium selber, aber das muss leider erstmal herhalten. Glas. Ich muss noch oben dicht machen. Das nicht. Einer Kisten hier. Glas. Ja. So, das haben wir schon mal verglast. Dann hatte ich so einen Einfall. Eine Art Abgrenzung, so eine Raumabgrenzung. Raum A und Raum B. Hier kommen die Festplatten rein, also die Serverbänke, und hier kommen die Massenspeichergerätschaften rein. Dann brauche ich noch einen Raum, wo ich dann den Kubus, den, na, ihr wisst, was ich meine. Ah, Opa baut sich ein besseres Jetpack. Und zwar die, ME-Controller, genau, weil die brauchen wir auch noch. Wie war das jetzt nochmal? Wie ich dafür es gemacht? Hier ist schon Grasblock. Erstmal Fackeln. Alles sowas von teuer. Ach ja, das wollte ich auch noch euch noch zeigen, liebe Zuschauer. Das habe ich fast vergessen. Das finde ich total witzig. Erstmal schlafen. Das werde ich auch auf Mining-Tour mitnehmen, je nachdem, wie viele Erze vorhanden sind. Das
Das hält nicht. So. Daneben gesprungen, geht auch. So. Nehmen wir dieses Kohlefeld zum Beispiel. Mit dem Wasser. Bup, bup, bup. Einfach so kurz drauf geklickt und das Ding ist abgebaut. Ja, gut. Ihr kennt das wahrscheinlich sowieso. Oh, echt ist. Wenn wir mal einen brauchen, das ist keiner mit Holz da. Wenn was braucht? Wenn man Holz braucht. Ja, du musst, du solltest das mit so einer Art Redstone-Signal machen, das nur bis zu einer bestimmten Menge verarbeitet werden darf. Wann das jetzt? Ich hatte doch irgendwas von Soundcraft. Da. Dann haben wir Kohle. Dirt. Oh oh. Opa, das hier ist nicht Teletubbies. 4, 6, 7. Mein Links sind kaputt, meine Woodcutter sind kaputt. Die meinst du die Woodcutter von den Maschinen? Den Lorenmaschinen? Ja. Oh. Und ich habe keine Diamanten mehr. Kann es sein, dass die Dinger doch teurer sind als gedacht? Die Dinger in Betrieb zu halten? Das ist teuer, richtig. Ist es dann klug, wirklich auf diese Technik zu setzen? Ja. Okay. Ah, das wäre eine Möglichkeit hier. Da kommt noch Glas rein. Gefällt mir nicht. Ja, das sieht schon besser aus. Machen wir das so. Oh ne, ist nur der eine kaputt. Okay, dann ist es ja in Ordnung. Ach shit, ich hätte gleich Holz mitnehmen müssen. Und man muss ja bedenken, dass das hier jetzt nur die normalen Woodcutter sind. Ja. Also Tier 1. Später kommt dann Galgadorien Woodcutter. Ach, die kannst du auch noch verbessern, die Dinger. Ja, ja. Auch nicht schlecht. Und dann sieht die ganze Sache schon mal gleich wieder ganz anders aus. Na, wie weit kann ich das wohl treiben? So. Book and Quill brauche ich ja noch. Book. Quill. Zweimal. Dankeschön. Ach so, ja. Jetzt habe ich mein Output-System noch nicht gebaut. Rein! Ach, creepy. Was willst du denn von mir? Wer will denn gleich cool in die Luft gehen? Warhead XP Shower. Oh, ich finde, das hat doch schon mal was.
Stärken mit der Abgrenzung. Aber es geht hier auch noch weiter rein, ne? Stelle ich mir gerade irgendwie cool vor. Das ist schon so meine Ideen. Jetzt wird's traurig. Wieso? Ich habe noch nicht mal einen Schalter. Weit kann ich eigentlich? Wie weit kann ich es treiben? Okay, hier komme ich schwer an der Grenze. Und hier? Ich hätte schon fast viele Fenster einsetzen. Huch! Joa. Wird eine vernünftige Fensterfront ergeben. Oh, Kohle. Oh, mein XP-Schauer funktioniert einwandfrei. Sehr gut. Ist natürlich nur das Blöde, dass der Tank halt gerade noch leer ist. Deswegen funktioniert es jetzt gerade nicht so gut. Ja. Aber sollte jetzt gleich besser werden. 16 Level, 17 Level. Nee, Ich so brauche ungefähr passt dann 9. doch nicht. Ich brauche ja noch ein paar mehr. Haben wir das so? Oh, Kohle. Mach mal da ganz kurz aus. Wie weit kann ich denn da? Oh, gar nicht mehr. Okay. Okay. Kupfer, 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 Kupfer. Oh. Ja, ein bisschen zu weit. Jetzt könnte ich genauso gut das Fenster richtig schön breit machen. So richtig schön panoramabreit. Mache ich das doch so? Oh, falsch gesetzt. Level. Boah, das wird jetzt richtig teuer. Ich glaube, meine ganzen Level sind gleich alle weg. Schön hier geblieben, meine Ärzchen. Alle meine Ärzchen. So, machen wir das. Könnte man so machen, ja. Ja, ihr werdet schon bemerkt haben, dass ich so mein Spez das ist mein eigenes Des so, ja, mein eigenes Design habe, was Fenster angehen. Die Decke ist auch noch zwei Spiele, eine Ebene zu niedrig. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal runter und machen mal unsere Taschen leer. Jetzt verlaufe ich mich meiner eigenen. Alter, ich verlaufe mich gerade meiner eigenen Bude. Das waren schon mal 50 Level, die weg sind. Das ganze Cobblestone weg. Diorit weg. Bin mal gespannt, wie viel XP ich jetzt hier noch im Dings habe. Ja. Obwohl, geht so an. Steinkohle weg. Gut, machen wir weiter.
Ja, es ist natürlich ziemlich, verwinkelt, liebe Zuschauer, aber das ist auch Absicht. Ich bin zwar normalerweise ein Symmetrieliebender, aber es sollte nicht alles zu extrem symmetrisch sein, weil das ist wieder unrealistisch. Und ich finde doch, das hat was irgendwie, diese ganzen Verwinkelungen. Anders. Nice. Das ist nicht ganz symmetrisch. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ist natürlich schon gewisse Kompromisse eingehen. Lässt sich nicht ganz vermeiden. Auch neue Fackeln. Okay, auch gut. Hoppa. Und wir sehen den Mond. So, wir brauchen hier auf jeden Fall neue Fackeln, sonst kommen wir hier nicht weiter. Aber ich finde, das kann sich sehen lassen. Das gefällt mir. Ich brauche jetzt mehr Stromproduktion. Ja. Möchtest du mal wissen, wie viel jetzt aktuell aus der Batterie rausgeht? Wie viel? Ja, warte, ich bin auf Ether gerade hin. Ich hatte ja mal 100 Millionen gespeichert gehabt. Aktuell habe ich einen Output von 3840 und das sind gerade mal noch 37 Millionen in der Batterie. Wow. Das heißt, es wird jetzt langsam kritisch und ich müsste jetzt mal ein bisschen ausbauen. So, so ein großes Fenster habe ich jetzt nicht gedacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4. Machen wir das entweder so. Ja, eigentlich bräuchte ich jetzt. Vierer. Bei Dreier. Ja, es ist natürlich jetzt. Das ist so ein Symmetrie-Ding. Wie ich euch schon gesagt habe, mit Symmetrie ist es jetzt hier nicht unbedingt weit hergeholt. Ach, wieso reißt ihr jetzt wieder hier hin? Eigentlich nicht zu machen. Obwohl, warte mal. Ich brauche erstmal das Bild, sonst geht's nicht. Ich muss es erst sehen. Ja, das hat doch was. So, das heißt, ich habe jetzt knappe 1000 Redstone ausgegeben. Ich habe jetzt knappe 1000 Gold ausgegeben. Okay. Es wird, glaube ich, mal wieder Zeit für eine kleine Mining-Tour dann demnächst. Ja, das geht schnell. Ich denke, ich mache daraus ein riesiges Panoramafenster. Ja. Den Zeug, genau, Binder hatte ich noch genug. Ich denke mal, das dürfte was sein. So ein schönes, großes Panoramafenster. Weiß man noch Glas dafür herstellen?
Mal wieder Bombenstimmung bei mir. Ole. Das gefällt mir. Gut, dann kannst du es noch durchrödeln. Für was braucht ich Regen? Gute ich Frage. Weiß, was ich... Für ja, was nee, damit, braucht man Regen? Damit es bei dir nicht schneit. Deswegen war das. Stimmt. Allerdings du bei mir. Allerdings schneit es nur auf meinem Berg. Alter, mein Jetpack sind jetzt, das liegt hier schon seit Anfang der Folge drin zum Laden. Da sind jetzt knapp 27 Millionen Elf drin. Wow. Ich habe das nochmal schön verzaubert mit Holding. Hast du 75 Millionen in meinem Jetpack? Das klingt doch ganz gut. So, ich würde aber sagen, Opa, wir machen hier Feierabend. Wir haben mich ex schon ziemlich stark überzogen. Was hältst du davon? Eigentlich gar nichts. Ich eigentlich auch nicht, aber wir müssen leider. Alles klar. Hauen Sie bis zum nächsten Mal. Genau. Genau, liebe Zuschauer, das war's für diese Folge. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß, genauso wie wir. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.